herzlich willkommen zu den Most Actives hier live aus der Börse in Frankfurt. Nach dem schwachen Monat, Börsenmonat August, auf Monatssicht gesehen, ging es für den DAX um 4,8% nach unten. Startet der DAX auch trist in den statistisch schwächsten Börsenmonat, den September. Das heißt, wir fallen heute hier unter die 12.700 Punkte Marke und liebäugeln immer wieder mit dieser wichtigen Unterstützung rund um die 12.655 Punkte Marke. Aktuell geht es um 1,3% nach unten, 12.668 der Stand. Und es sind natürlich nach wie vor die Inflation, Wirtschafts-, Rezessionssorgen, die hier auf die Stimmung drücken. Und man schaut voraus und wartet auf den großen US-Arbeitsmarkt. Marktbericht am Freitag und dann nächsten Donnerstag die EZB-Sitzung. Wie stark wird die EZB die Leitzinsen anheben, um eben die hohe Inflation zu bekämpfen? Und wie geht dann letztlich die Wirtschaft damit um? Aber auch neue Corona-Maßnahmen in China sind aktuell ein Belastungsfaktor. Wir werfen nun den Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Warta an Platz 1, gefolgt von der Allianz, BASF, BYD und Nvidia. Und wir werfen einen Blick auf die Allianz, denn nachdem sich Anfang der Woche noch eine leichte Bodenbildung andeutete, strauchelt die Aktie jetzt erneut und markiert das nächste 52-Wochen-Tief. Laut Berenberg sollten aber Anleger dennoch zuschlagen, denn hier schlummert riesiges Potenzial. In der aktuellen Studie heißt es, die Aktie ist massiv unterbewertet. Somit wird die Einstufung auf Buy und einem Kursziel von 267 Euro belassen. Das entspricht einem Potenzial von knapp 60%. Gespräche mit Investoren in den USA und anderswo deuten darauf hin, dass die Aktie des Versicherers so lange als Wertfalle gesehen wird, bis der Konzern seine Herausforderungen im Griff hat. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex, BYD an Platz 1, gefolgt von Amazon, Tesla, Equinor und Nvidia. Und wir werfen einen Blick auf BYD. Bereits vor dem Anteilsverkauf des Star-Investors Warren Buffett hatte die Aktie ja deutlich an Momentum verloren. Nach dem Schwächeanfall in den letzten Tagen fiel das Papier jetzt unter die wichtige 200-Tage-Linie. Jedoch sollte man die Geschichte nicht ganz so hochhängen, heißt es von Seiten der Experten. Denn Buffett ist seit Jahren in BYD investiert und sein Gewinn beträgt mehr als 2000%. Auch die Analysten sehen den Anteilsverkauf von Buffett eher gelassen und erneuerten gestern ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Das primäre Augenmerk liegt auf der 200-Tage-Linie. Diese könnte durchaus ein Wegweiser für die kurz- und mittelfristige Entwicklung sein, hieß es allerdings von Seiten eines Charttechnik-Experten. Ein weiterer Wert, auf den wir noch schauen, das ist Tesla. Denn nach der Rede des Fed-Chefs Jerome Powells vergangenen Freitag hat die Stimmung an den Märkten ja einen Dämpfer erhalten. Anfangs zeigte sich die Tesla-Aktie zwar noch robust, inzwischen musste aber auch sie wieder federn lassen. Aus charttechnischer Sicht hat sich nun damit wieder einiges geändert. Nach dem dynamischen Ausbruch Ende Juli kämpfte sich die Tesla-Aktie bis an die Hürde der 200-Tage-Linie. Infolge des Rebounds zeigte sich jedoch schnell, dass sie überkauft ist und konsolidierte schließlich. Und das kurzfristige Chartbild, das hat sich im Zuge des schwachen Gesamtmarkts jetzt eben dann auch eingetrübt. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.